im Laufe dieses Tages am Nachmittag kam jemand von Wohnung zu Wohnung mit einem hektografierten Zettel. Es waren nur Frauen mit Kindern unter 10, haben am nächsten Morgen um 6 mit leichtem Gepäck vor der Mittelschule anzutreten. Und das war dann der 1. Februar. Und die Stadt war so dunkel, also schien auch kein Mond. Wir tasteten uns regelrecht. Es war ein gespenstischer Zug, es waren etwa 1000 Personen, die sich an diesem, das war der normale Treff, dort hatte man schon die Alten und Kranken so sukzessive rausbefördert. Die Soldaten haben mehrfach berichtet, durften Koffer mitnehmen. Aber wenn diese alten Leute diesen Stellplatz dort erreicht hatten und dort 2-3 Stunden auf den Bus warteten, waren sie schon so am Ende ihrer Kräfte, dass die Koffer dann stehen blieben. Und die SS hat die dann jedes Mal beiseite gebracht. Ja, für uns war, wir sammelten uns dort vor der Brücke und dann, es waren etwa 1000 Personen und alle mit dem Kind an der Hand trotteten dann über die Altstadtbrücke, Neustadtbrücke, über die Oderinsel bis zum Bahnhof Kiez. Der Bahnhof Kiez, das werden Sie sich sicher erinnern, ist ein Inselbahnhof. Der steht also, früher gab es dann Strecken nach Frankfurt. Heute ist diese schreckliche Fußgängerbrücke da. Damals gab es nur eine zierliche gusseiserne Brücke über dieses Frankfurter Gleis. Dieser ganze Tross ist über diese Brücke auf die andere Seite und dort stand bahnsteigfüllend ein Güterzug. Und zum Glück gedeckt. Und in diesem Zug richten wir so gewissermaßen Geschichtsunterricht. Da, als ich später dann Filme sah, wie die Juden nach Auschwitz transportiert wurden, das war unsere Situation. Wir hatten nichts als ein paar Haufen Stroh, etwa 100 Leute pro Wagen. Und nun sind wir, also noch heute, solche Ängste gehen ja ins Unterbewusstsein. Wir haben ja keinen Auflass gekriegt zur Flüchtling. Nein, die haben uns nicht rausgelassen. Sie kamen nicht raus? Nein, hatten ein Vertreckverbot. Kam keiner raus aus dem Dorf. Wenn wir so still und heimlich abgehauen wären und wären wieder zurückgekommen, dann hätten wir keinen Besitzanspruch mehr gehabt. Das wurde so ausgesprochen? Das wurde so ausgesprochen. Von einem Parteiführer hier, oder? Ja, ja. Gauleiter hat die Parole rausgegeben und dann. Und wie sind Sie, wann sind Sie dann hier raus? Das weiß ich nicht. Ich bin ja mit dem Vieh abgetrieben, erstmal nach Ostpreußen. Wann ist unsere Oma rausgekommen? 46? Ja. 46 hier. Haben hier in Kleberg dann noch um Gutshof gearbeitet. Und dann haben sie sie aber nachher fahren lassen. Die Russen haben hier dennoch bewacht und haben sie fahren lassen. Dann ist sie bis zur Oder gefahren erstmal, oder? Ja, die Station, Endstation, glaube ich, hieß Scheune. Ja, bei Stettin. Bei Stettin. Der gelobte Scheune. Ja. Warum hieß es das gelobte Scheune? Ja, weil da so viel Verbrechen geschehen sind. Ja. Da kann man gar nicht drüber sprechen. Da waren Lager, wo die dann erstmal hinkamen? Riesenlager. Und da waren die Leute das letzte bisschen. Das letzte, die haben, manche Leute sind aus dem Zug ausgestiegen, die haben dann da versucht, wir ja auch mit dem Zug zu flüchten, sind ja auch einigermaßen da in Scheune angekommen noch, aber da ging es dann schon los. Da wurde schon einem da alles außer Hand gerissen.
Und wenn es geht, wenn sie noch einigermaßen eine Jacke anhatte, die wurde auch noch ausgezogen und ihnen vom Leibe gerissen. Und wir sind ja am 1. Oktober, meine Mutter und ich, mit dem Zug bis Scheune. Und nachher sind wir dann bis Eberswalde, von Scheune bis Eberswalde. Da sind wir bei einer guten Bekannten untergekommen für eine oder zwei Nächte. Und dann nachher nach Berlin und da hatten wir gute Bekannte. Da konnten wir kurzfristig bleiben, aber wir wurden nicht mehr aufgenommen in Berlin, weil Berlin schon überfüllt war mit Flüchtlingen und Flüchtlingslagern und alles. So, und dann kam meine Tante von Thüringen, die war in Thüringen und die hat mich dann nach Thüringen genommen. Die war da bei einer Bäuerin in Stellung, was ja auch nicht ihr Beruf war. Und dadurch hatte ich dann wenigstens ein bisschen zu essen und zu trinken. Und meine Mutter ist noch zweimal zurückgefahren nach Hitzdorf. Wenn ich das heute überdenke, die hat sehr viel gewagt. Wenn die Polen sie festgehalten hätten, dann wäre meine Mutter schon rechtzeitig losgeworden. Und hat noch zweimal ein Stück Bett geholt. Und dann nachher... Inzwischen hatte sich auch mein Vater angefunden. Der war hier bei Neubrandenburg, Sadelko hieß der Ort. Und da konnten wir aber auch nicht bleiben. Und dann war schon mein Onkel, da wo ich jetzt noch wohne, in Tramstow, der hatte da eine Siedlung. Und da war noch eine Siedlung übrig. Und die haben wir dann genommen. Und kann man sagen, haben sie erst mit den Händen Uhr beigemacht. Ich habe meine jüngeren Jahre in Zelenzig verbracht. Dort war es nicht so einfach. Papa hat gearbeitet an Wenschen, wie heißt das jetzt? Das war die Militärgruppe. Ja. Da hat er bei der als Schlosser gearbeitet. Der war ich nicht bei der Militär. Jeden Tag ist er mit dem Bus hingefahren und zurück. Und als der Krieg zu Ende war, sind die Russen reingekommen. Die haben die ganze Stadt fast verbrannt. Neben uns, die Häuser haben verbrannt, aber zu uns sind gekommen mit dem Feuer, wie heißt das, Feuerlöscher? Feuerwerfer, Flammenwerfer. Feuerwerfer auch. Flammenwerfer, ja. Haben die Treppen nur bespritzt und hat halt ein ganzes Haus abgebrannt. Meine Mutter hat mit Wasser das gelöscht und darüber sind wir geblieben. Aber nächste Nacht wollten wir nicht bleiben, haben wir Angst gehabt, dort zu bleiben. Sind wir in so eine Garage gegangen, das war direkt an den Fluss Ostomia. Haben wir uns alle da umgesetzt. Eng war es, aber sind wir alle reingekommen, weil die meisten Deutschen, die sind abgehauen nach Westdeutschland. Alle. Aber wir sind dort geblieben. Und dann sind die Russen gekommen, haben das Tor aufgemacht. So viele Deutsche haben die noch nie gesehen. Weil die Stadt war fast leer. Und meine Mutti hat sie polnisch angesprochen. Du bist ein Polacy, nie zabijajcie. Und die haben uns losgelassen. Aber meine Mutti war so geizig, hat gesagt, geh mal, Junge, zu der Garage, da ist unser Stuhl geblieben. Bring ihn nach Hause. Ich bin hingegangen, auf einmal habe ich gehört, über meinen Kopf haben die Russen geschossen mit ihren Automaten, weiß nicht was. Da habe ich mir flach hingelegt, ein bisschen abgewartet und dann schnell nach Hause. Die hat ihre Familie gehabt in Polen. Ja. Das war nicht Deutsche, das war Benschen, Neubenschen, das war eine Stadt, war Neubenschen war Deutsche und Benschen war
polnische Stadt. Ja. Und da nicht weit von Ort von Menschen war das Dorf Godziszewo. Und da war die Familie von die Mutter. Und die ist zu der Mutter gefahren. Da waren wir 2-3 Wochen. Und dann haben von jedem Haus einen Mann so die Ausräumung für die Straßen gebraucht. Und der Bürgermeister von dem Dorf hat von uns den Vater genommen. Und der ist bis jetzt, wissen wir nicht, ob er lebt oder nicht. Als wir von Zelenzik nach Godziszewo gefahren waren, hat der Papa einen Wagen gefunden und 2 Pferde. Haben wir alle Klamotten und eingepackt und sind 3 Tage lang gefahren. Das war 100 Kilometer, ein bisschen über 100. Aber was ich unterwegs gesehen habe, da kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt denke, na, das muss man weinen. Da waren Pferde. Die Tankers haben das alles vermischt und Leute und Pferde, alles war zusammen. Awesome. Das war schrecklich. Ich bin in Godziszewo, wo das Dorf ist, dort von der 1. bis zur 5. Klasse in 1 Jahr habe ich gemacht. Ja. Weil ich gut rechnen konnte. Ja. Aber die Sprache war sehr schlimm, kein Wort habe ich polnisch gekannt. Und die haben mir beschimpft immer als Deutschen. Können Sie vorstellen. Naja, ich bin ja erst hier nach Kiez, bin ich erst 1948 gekommen. Ja. Ich kam ja von der anderen Seite, also aus Mischkowice in Provinz Scheuna hier. Und ja, wir sind bis 1947 in Mischkowice gewesen. Wir sind dann erst raus. Wir waren die letzten Deutschen hier dann in Mischkowice, die dann raus mussten. Das heißt, Sie haben da dann... unter den Polen noch 2 Jahre leben müssen, ja. Die haben so Spezialarbeiter und so zurückgehalten. Der große Dreck ging 1945 raus. Und dann haben sie so Spezialarbeiter, mein Vater, wir hatten eine Gärtnerei und Maler und sowas, haben sie dann zurückbehalten. Wir waren 6 deutsche Familien, die denn da in Mischkowice zurückgeblieben sind. Und wir hatten unser Gepäck alles schon fertig und wollten raus zu dem Treffpunkt, wo gesammelt wurde. Und da stand ein russischer Soldat mit Karabiner vor dem Haus und hat, keiner konnte Russisch, der konnte kein Deutsch, wie sollte man sich verständigen, hat er uns eben zu erkennen gegeben, dass wir hier bleiben mussten. Und wir saßen dann auf unserem Gepäck und haben natürlich geweint, das ist ja klar. Weil wir ja vollkommen abgeschirmt waren von den anderen Einwohnern, wir waren ja ganz alleine. Naja, und dann nach und nach hat sich das ja dann geklärt. Sich das ja, die 6 Familien haben sich ja nachher auch treffen können und alles, das war ja nicht weg. Aber erstmal war die Angst da, was geschieht jetzt mit uns. Also jedenfalls wurden wir ja dann zu arbeiten eingesetzt, nicht? Wir hatten verschieden, manchmal waren wir in einzelnen Familien. Ich weiß noch, Heiligabend 1945 hieß es, wir Deutschen können, so wie Heiligabend, mittags Feierabend machen. Haben wir uns natürlich gefreut, ist ja klar. Wir waren da circa so 5-6 Mädchen, die so zur Arbeit zusammen waren. Und mittags nach Hause. Auf einmal war ja damals alles mit Karabiner, ohne ging es ja gar nicht. Kamen Soldaten mit Karabiner und hatten meine Schwester und mich aus der Truppe so rausgeholt. Dann haben wir auch gefragt, ihr dacht, was nun, wohin? Ja,
Wir konnten nicht Deutsch, nee, Polnisch, die nicht Deutsch, das ging ja alles nicht so. Und dann wohnen wir beide, meine Schwester in einem Einzelfamilienhaus und ich in einer Familie, rein in einer polnischen Familie. Und da musste ich dann eben der Frau helfen bei den Vorbereitungen zu Weihnachten. Da habe ich das erste Mal in einer polnischen Familie einrichten können. Naja, und meine Eltern wussten ja nicht, wo verblieben war. Wir sind ja von der Arbeit weggeholt worden, nicht? Keiner wusste, wo wir waren. Na und zum Abend hin durfte ich dann nach Hause und kriegte aber, kam wie ein Weihnachtsmann nach Hause, eine kleine Flasche Wodka, ein Brot, eine Schüssel Salat, ich weiß nicht was noch. Das kriegte ich dann als Weihnachtsgeschenk so mit nach Hause. Na und bei der Familie bin ich dann auch eine ganze Weile so eingeteilt worden zur Arbeit. Sie war eine Polin, die damals als Mädchen nach Deutschland verschleppt wurde und hatte natürlich auf die Deutschen nicht gerade die beste Einstellung, verständlich. Aber zu mir war sie gut. Zu mir war sie wirklich gut, kann ich nicht sagen. Ich hatte da mein Essen, nicht? Und naja, und musste mich eben fühlen, was sie wollte oder hatte, habe ich gemacht. Sie musste das ja in Deutschland sicherlich auch. Das war Februar 45. Mhm. Und die meisten sind ja schon nach Weihnachten ziemlich abgehauen. Und mein Großvater, der war bei der Reichsbahn beschäftigt. Also die haben da auch ein Lastwagen gestellt. Die hätten uns mit rausgebracht. Nicht? Aber nur dadurch, dass mein Großvater das Haus da hatte, wollten die Großeltern eben nicht weg. Naja, und dadurch, mein Vater war eingezogen, der war in Russland. Allerdings war er schon vermisst, der ist im Juli 1944 ist er vermisst worden. Und naja, und wie gesagt, meine Mutter und ich, wir sind dann losgegangen, haben diesen Offizier dann da getroffen. Und dann fing so ein Trommelfeuer an. Also mussten wir Deckung suchen. Da sind wir zu einer bekannten Familie, die hausten auch im Keller. Da sind wir dann hin und wollten das abwarten. Und als das zu Ende war, sind wir dann zurückgegangen. Da haben wir dann nur eine große Staubwolke gesehen. Da hat die deutsche Artillerie zu kurz geschossen und hat uns in unseren Dachstuhl rein. Naja, und dann kam diese bekannte Familie, die wohnten so schräg über von uns. Die kamen dann zu uns und dann haben die sich unterhalten im Garten. Und auf einmal tauchte eben dieser Unteroffizier auf und sagte, mein Gott, was macht ihr denn ja noch hier? Und dann erzählte er, dass sie Dörfer zurückerobert hatten und was die Russen da allerhand anstellen. Naja, und von der bekannten Familie, die hatten noch eine Tochter, die war damals so 20, haben sie natürlich Angst gekriegt und da sagte der, meine Mutter wohnt in Breslau in der Hermann-Göring-Straße, wir gehen da rein. Naja, und dann haben sie gepackt. Und dann sind wir losgezogen. Nur Betten hatten wir mitgenommen, Betten und naja, Geschirr und Kochtöpfe und was man so hatte und Sachen eben. Und das Haus wurde aufgelassen. Wir hatten ja, mein Großvater hatte 40 Kaninchen, nicht? Die waren, hat er noch gefüttert und naja, die werden die Russen natürlich auch gefressen haben. Ne? Hühner und was wir alles hatten noch. Und das andere, die Möbel, das alles, das war ja im Haus, nicht? Das war nachts. Ja. Aber und nach Breslau rein, wie viele Kilometer werden das gewesen sein? Vielleicht 2 oder 3 bis da zur Stadtgrenze. Ja. Ja. Also das war ja nicht weit. Naja, und dann haben wir dann, die erste Nacht haben wir noch oben gewohnt. Die Wohnungen waren ja frei. Nicht, die waren ja, weil alles schon weg waren. Denn die Leute, die in den Häusern geblieben sind, die wohnten ja im Keller. Und dann haben wir da oben noch, wie gesagt, eine Nacht geschlafen und die nächste sind wir dann
runter in den Keller gezogen. Dann sind wir im Juni zurück und ich weiß noch, wir kommen dann die Dorfstraße lang und da kommt so ein Mongole aus da war ein Gasthaus, kommt da raus und stürzte auf diese Schwester von meiner Freundin zu, die 20-Jährige, und die holt aus und knallt dem aber inne rechts und links. Das haben wir gedacht, mein Gott, der war so erschüttert, der hat sich umgedreht, dann ist er zurückgegangen. Ja? Und dann sind wir zurück, unser Haus stand noch, aber das Haus von den anderen, die mit uns da waren, das haben sie gesprengt. Und zwar haben sie da ein Hitlerbild gefunden. Dann haben sie das in die Luft gejagt. Dann haben die erstmal, die sollten erst bei uns mitwohnen, das wollten sie nicht. Dann haben die dann in ihrem Schuppen dann, haben sie sich da eingerichtet. Warum wollten die das nicht? Nee, nein, die wollten auf ihrem Grundstück bleiben. Mhm. So hoch der Dreck, da haben die alles, was für alles ausgeschüttet und dann drauf rumgetrampelt. Ob das Eingemachtes war, das haben sie ja wahrscheinlich sowieso nie gegessen, weil sie dachten, es ist vergiftet, nicht? Naja, und die Viecher, die waren natürlich alle weg, die haben sie ja vorher schon aufgegessen wahrscheinlich. Naja, und dann haben sich meine Großeltern, meine Mutter und meine Großmutter, haben dann erstmal sauber gemacht. Und dann haben wir unsere Zimmer dann bezogen, nicht? Möbel, die waren noch da, aber eben Klamotten und alles, das war weg. Aber das haben nicht nur die Russen geholt, das haben auch welche, die da geblieben sind, vielleicht die dachten, man kommt nicht mehr zurück oder so. Naja, und dann haben wir immer schon eine Küche, also meine Mutter und meine Großmutter, die haben zwar eine Küche gehabt, aber es wurde im Souterrain gekocht, damit die nicht schmutzig wurde. Und da haben wir auch weiter gekocht und dann haben wir entdeckt, im Schornstein, bei meiner Mutter im Schlaf, da ging der Schornstein durch, da war dann so rund und so glänzend und wusste naja nicht, was das ist. Und da kam gerade auch ein Russe vorbei, ein Offizier, da haben wir den reingerufen und da hat der sich das angeguckt und dann hat er die Hände beim Kopf zusammengeschaut. Das ist eine Granate, wir sollen alle rausgehen. Und dann ist er losgezogen, hat jemanden geholt und dann haben die so einen Hascher rausgeholt. Da steckte die als Blindgänger im Schornstein. Und die haben unten gekocht und da ging doch die Wärme nach oben. Also wir hätten da auch wieder in die Luft gehen können. Nicht? Aber der hatte uns die, wie gesagt, entschärft und dann war das ja in Ordnung. Nicht? Ja. 46, so muss das gewesen sein, da kamen dann schon die Polen. Ne? Mhm. Und dann waren natürlich, bei uns, unser Dorf war so ein richtiges Bauerndorf mit vielen Höfen. Und da haben die natürlich auch da immer ihre Zwangsarbeiter gehabt. Und die haben natürlich dann die Höfe übernommen. Und die Polen, die danach kamen, die waren, also das war nicht schön. Aber bei uns wussten sie nun nicht, was wir sind. Sind wir Russen, sind wir Deutsche und da haben halt keiner uns Kindern was getan. Ja, weil die Polen und die Russen, die konnten sich nicht vertragen. Also das war schlimm. Und wir sind ja wie gesagt nachher vom Freiburger Bahnhof in diesen Güterwaggons und unser Zug ging hier nach Berlin. Wir sind dann hier in der Nähe von Stahnsdorf, ist Ihnen das ein Begriff? Mhm. Güterfelde. Mhm. Da sind wir in Salo. Da sind wir ins Lager gekommen, mussten 4 Wochen da bleiben und wurden dann in Güterfelde auf die Familien verteilt. Nicht? Und dann können Sie ja denken, Flüchtlinge waren natürlich sehr gern gesehen. Ne? Mhm. Januar 45, ja, und man weiß, sie wusste schon von meinem Vater, dass das endet in einer Katastrophe. Ja. Aber sie sagt, sie hat schon oft überlegt, vorher wegzugehen, aber sie wusste überhaupt nicht, wohin. Und kannte niemanden eigentlich. Sie kannte niemanden, sie hatte sonst eigentlich niemanden, wo sie hingehen sollte. Ja. Und war natürlich, bewunderte ganz stark ihren Schwager, also den Gutsbesitzer,
oder ein Bruder meines Vaters. Und der, was der sagte, war für sie, also dem vertraute sie. Ja. Und mein Vater hatte ihr auch gesagt, dem kannst du vertrauen und so. Der nimmt, wenn mir was passiert, er nimmt Verantwortung für dich und das Kind. Ja. Und das große Glück war, man war da in Graz, man wusste, die Front kommt immer näher, es kamen ja ganz viele Flüchtlinge vorbei und so weiter. Und irgendwann, jetzt weiß ich nicht genau die Tage, einen der letzten Januartage, taucht plötzlich mein Onkel auf und sagt, wir müssen hier schnell weg, die Front bricht zusammen, wir müssen weg. Und hat schon alles vorbereitet, ein Pferdefuhrwerk und sowas. Und so erzählt jetzt meine Mutter, dass plötzlich der, irgendwann eine Nazi-Größe, der örtliche Gauleiter oder irgendwas erschien und sagte, er von Kranach, Sie müssen hier bleiben, wir müssen ein gutes Beispiel geben, Sie sind die Letzten, die hier gehen und wir gehen nicht und wir bleiben und so weiter. Soll ihn auch, weiß nicht, ob das meine Mutter sagt, auf jeden Fall mit der Pistole bedroht haben, auf jeden Fall konnte man nicht gehen. Und in der Nacht kamen dann plötzlich die Russen, Panzer, schießend durch den Park und durch das Gelände. Und dann wusste man schon von den Leuten, die vorher da vorbeigekommen waren, dass die Vorhut, wenn man das Glück hatte, dass sie nicht keinen großen Schaden anrichten, vorbeizog. Und dass es so eine Zeitspanne von, weiß nicht, 12 Stunden gab, bis das Fußvolk und so weiter, bis das, die Infanterie, weiß nicht, wie man das nennt, ja, kam. Und dieses konnte man nutzen, ja, um zu fliehen. Also diese Panzer kommen schießend und haben auch, glaube ich, schon einen Teil der Stelle oder irgendwas getroffen, verschwinden. Und darauf, dann hat mein Onkel die Familie zu einem Eiskeller geführt, der im Park war. Dort hat man früher Eisblöcke gelagert, die man aus den Seen im Winter geschnitten oder gesägt hatte, um im Sommer Eis zu haben. Da hat er seine ganze Familie untergebracht und seinem 16-jährigen Sohn eine Pistole in die Hand gedrückt und hat gesagt, wenn die Russen hier reinkommen, dann schießt du die Familie. Und konnte der schießen? Der konnte schießen, weil richtig, weil die mein Vetter Mario immer erzählt, dass er schon ab 12 Jahren zur Jagd mit seinem Großvater, also mit meinem Großvater auch gegangen ist. Ja. Mario ist ein sehr verantwortungsvoller Mensch auch immer gewesen und ist immer noch. Auf jeden Fall ist dann mein Onkel ist in das Haus gegangen, hat noch ein paar Wertsachen, ein paar Bilder oder sowas aus den Rahmen geschnitten und hat ein paar Koffer oder sowas zurechtgehalten gemacht, hat ein Pferdefuhrwerk angespannt und dann sind wir alle aus diesem Eiskeller auf dieses Pferdefuhrwerk und dann gegen Westen gefahren. Und irgendwo, sagt meine Mutter, man wusste, wo man fahren sollte. Also man erfuhr von den Leuten, da waren ja ganz viele Leute unterwegs, sagt sie, das nachts auch. Ja. Und man wusste, wo kann man über die Oder? Das war die große Frage. Und dann kam man tatsächlich an die Oder und da war eine Brücke, die noch so halb zerstört war. Und da sind noch, in der Schilderung meiner Mutter, fuhr noch ein Zug, ja, auf dem man dann so halb aufgesprungen ist. Die große Angst meiner Mutter war, sagt sie, mich zu verlieren. Weil da solche Massen an Leute waren und Gedränge und es war auch immer wieder wurde geschossen und Flugzeuge flogen da vorbei und schossen und so, sodass sie mich, wie sie sagt, mit einem Strick an sich angebunden hat. Ja. Und dann hat man es geschafft, tatsächlich mit irgendeinem Zug, ja, über die Oder zu kommen und dann war dann plötzlich wieder ein bisschen Ruhe, weil die russischen Truppen nur so punktuell an die Oder gekommen waren. Und dann sind wir nach Berlin gekommen. Das war dann nicht mehr, glaube ich, so schwierig. Und in Berlin war natürlich alles bombardiert. Und das ist jetzt auch wieder so Schilderung meiner Mutter. Mein Onkel ist dann, der dann einfach ja so fahnenflüchtig war, weil hat gesagt, ich kümmere mich jetzt um die Familie und kehre da nicht mehr zurück. Aber das wurde dann nicht mehr richtig registriert. Ja. Ist dann zur Bank, um Geld zu holen. Und die Bank war gerade zerbombt worden. Und die holten gerade in Kisten oder so, versuchten die noch Akten oder sowas aus diesem brennenden Gebäude. Und da sah er den Bankdirektor und hat gesagt, ich brauche Geld, ich muss mit deiner Familie weg und so. Und dann hat er einfach irgendwie da reingegriffen und hat gesagt, völlig wurscht, hier, nehmen Sie sich das, hat ihm Geld gegeben, hat sich auf dem Papier was unterschreiben lassen. Und dann hat er es geschafft,
glaube ich, und seine Idee war immer, nah an die Schweizer Grenze. Und dann sind wir, das hat glaube ich 2-3 Tage gedauert, mit Zügen oder so, seine Familie, er mit seiner Frau, seinen 3 Kindern, einer war schon als Flakhelfer eingezogen, meine Mutter und ich und noch 2 Kindermädchen, die noch da waren, sind wir dann in Österreich gelandet. Und schließlich in Vorarlberg, in Schruns, das ist heute ein bekanntes Skiort. Damals war das so ein schönes Bergdorf. Und hinter dem Berg war Liechtenstein und die Schweiz. Das war so seine Idee, ja, man muss da. Und da sind wir einfach so am Bahnhof gestanden. Und dann kam irgendwie eine Schrunserin und hat gesagt, was machen Sie hier? Und dann hat er gesagt, ja, wir sind eine Flüchtlingsfamilie. Und dann hat man uns irgendwo bei Bauern untergebracht. Gab natürlich schon mehr Flüchtlinge dort. Ja, wir mussten gleich dann raus. Nach ein paar Tagen, wo die Russen kamen, mussten wir raus. Ja. Und dann, wo sind Sie dann hin? Na ja, dann sollten wir nach verladen werden. Wir sollten dann nach Schwerin und von da aus sollten wir dann nach Russland verladen werden. Na ja, das kann sich ja vorstellen, was wir denken konnten wir überhaupt nicht mehr. Mhm. Wir mussten machen. Wir sind dann raus mit den Fernwagen, sind wir erstmal gefahren bis zum nächsten Dorf und da haben sie uns schon die Pferde weggenommen und dann konnten wir nicht mehr. Dann sind wir dann, wo sie Handwaren dann noch gefunden und da haben wir uns dann was aufgeladen und sind wir zum nächsten Dorf und da hatten wir Verwandte und da sind wir dann erstmal untergekommen. 4-3 Wochen waren wir dann erstmal da. Ehe es dann wieder weiterging. Ehe sie wieder kamen und haben gesagt, ja, wieder raus, weiter. Dann zum nächsten Dorf. Wir sind immer nicht gefahren, weiter, als wie immer zum nächsten Dorf. Damit wir dann nicht so weit, bis dass sie uns wollen verladen oder was, ne? Wir haben hier geschlafen, ob das in den Scheunen war. Die erste Nacht habe ich gleich da in die Scheune im Stroh da gelegen, weil ich Angst hatte, schon vor den Russen und alles. Da war das, und dann habe ich 3 Wochen auf den nächsten Ort, wo wir dann da waren, da habe ich 3 Wochen dann gelegen auf dem Heuboden. Da haben wir dann das Essen zugestellt gekriegt, wenn keine Russe da war auf dem Hof, zu sehen war. Dann haben sie mir das Essen mit dem Leiter rasch hochgebracht und da waren wir, 20 Frauen da oben, haben wir da gelegen, im Versteck. Ja, so war das. Und wenn man nur zufällig draußen war und dann kamen Russen, dann hat man sich irgendwo versteckt, entweder zwischen den Rübenmieten, wo Schnee war, wo sie eine gefunden haben, oder einmal habe ich in Holzschuppen mir versteckt und so musste man sich überrascht schnell ein Versteck suchen, wenn sie so überraschend kamen, die auf den Hof denn nicht. Die gucken dann, ob sie welche konnten finden oder Frauen finden konnten. Das war nicht so einfach. Und es war kalt. Es war kalt, ja. Da sind wir erst nochmal weitergekommen. Und dann hat mein Vater, mein Bruder, die haben dann bei den Russen mussten die dann arbeiten. Ich glaube, am 26. Juni muss es gewesen sein. Aber unterdessen mussten wir denn, da kam der Pole in der Zeit. Ja. Hat der Pole sich eingenistet da. Ein Bürgermeister gekommen, polnischer Bürgermeister. Und dann haben die Polen da in ein paar Mauern Land geflüchtet da und haben dann mussten wir pflanzen, Kohlpflanzen und sowas schon machen. Da arbeiten bei denen. Ja, und dann hieß es, ja, aber ich sagte, nee, wenn wir sollen hier bleiben bei den Polen, nee, also wir wollen auch nach Hause. Aber die haben uns ja danach nicht gefragt. Das wurde ja einstimmig alles. Dann kam gleich immer ein Dorf nach einem anderen, kamen sie abends, morgen früh raus, die Polen. Und dann sind die Polen mit Gewehr und Berittene, mit Pferde, neben uns hier und dann mussten wir laufen bis Küstrin. Ja, nicht jeder kann, der Kiezer Opa kam, der Kubricker Opa kam, die hatte geschlachtet den Tag, hier auf dem Schlachthof. Der hatte hier geschlachtet. Auf der Insel? Zwei Schweine. Auf der Insel war geschlachtet. Und der hat uns abgeholt.
die Frau Cordova, also Familie Cordova, und uns hat er abgeholt und hat uns auf Direktor sind wir dann nach Kubrike gemacht, mit der Zeit und alles. Die Schweinehälften. Waren noch mit, die Schweinehälften waren noch mit. Ja. Ja. Die hat er schlachten lassen, dass er zu uns kommt und dann zurück. Und dann hat er die Cordovas auch mitgenommen. Wir durften ja nicht raus. Wenn die uns erwischt hätten, die SS, die hätten uns erschlagen. Wir wären Desertäre gewesen. Man durfte gar nicht raus aus der Stadt. Nur nach Befehl oder was. Wir hatten ja nicht, wir haben uns dann in den Kreis von die Pflicht, von den anderen Flüchtlingen, die schon von Landsberg kamen, da haben wir uns mit eingebaut. Und dann sind wir wieder über die Oder zurück. Wenn die uns erwischt hätten, uns hätten sie da irgendwas angetan. Die SS-Leute, nicht? Mhm. Und dann ist die gewesen, jeden Tag, zwei Tage später, oder am nächsten Tag, jedenfalls haben die festgestellt, wir müssen noch mal rüber, die Cordova und Mutter, wir müssen noch mal rüber, da irgendwas wollten sie holen, nach der Stadt. Waschpulver, also so ein Vogel zu haben, Waschmittel, Waschpulver liegt noch im Wasserturm, die müssen wir holen. Jetzt sind die rüber. Und in dem Moment, also die waren gerade auch über die Brücke auf den Rückweg, hatte die Bums, da waren die ersten Panzer auf dem Stern. Also wäre gewesen, wir hätten keine Eltern mehr gehabt. Auf den Dings, da hat die Knall, die ersten Schüsse da, sind da gefallen. Ja, ja, und dann kam der Monat April, in dem dann wirklich das absolute Chaos begann. Hat man bis dahin überlegt, ob man flüchtet? Musste man dran überlegen. Man musste überlegen, weil die Situation war so weit von brenzlig und so beängstigend. Wir haben ja nur noch in Angst gelebt. Es war ja dauernd Beschuss, Trommelfeuer, was wir von Weitem gehört haben, und eben auch Flieger. Und da war ja ständig Angst. Und letztendlich, mein Vater wurde dann doch nochmal eingezogen, im 44 im Winter, und war dann in Fürstenwalde in der Maslatur-Kaserne als eigentlich kampfunfähig, also KV geschrieben, aber er muss trotzdem dienen, denn die haben ja dann zum Schluss noch alles geholt. Was noch einigermaßen laufen und bräuchten konnte, haben sie erholt. Und da hat mein Vater, war dann nochmal Anfang April hier, und mit dem Fahrrad von Fürstenwalde, meine Großeltern wohnten in Fürstenwalde, und er ist mit dem Fahrrad hierher gekommen, hatte sich das geholt von meinem Großvater und hat dann mit Mutti besprochen, wie wir das organisieren mit der Flucht. Da wurde dann, wir hatten ein Tempo-Dreirad, ich weiß nicht, ob das was sagt, da habe ich dann nachher ein Foto, und diesen Tempo, der wurde beladen. Mit allen notwendigen Sachen, die ganz wichtig sind, also die man zum Leben, denn wenn man auf die Flucht geht, braucht. Und den Vorteil, den wir hatten, war eben, dass wir den Tempo hatten. Wir hatten ja Möglichkeit, mehr als auf dem Pferdewagen aufzukriegen. Und wir hatten ja auch die Hoffnung, dass wir schneller wegkommen mit dem Auto als mit dem Pferdewagen. Und unsere Mutti, die war da auch ziemlich, also couragiert, das muss ich immer wieder bewundern, denn sie stand ja ganz alleine da. Mein Großvater war zwar noch, aber der war auch sehr, sehr ängstlich, überängstlich und hat auch nicht verstanden, warum jetzt Hitler den Krieg so weit führt, dass nun alles kaputt geht. Das konnte er nicht verstehen. Er war eigentlich davon überzeugt, dass Hitler das gut meint mit uns. Es war so, er war so. Mein Vater war da anderer Meinung, und das hat er ja dann auch zum Schluss gemerkt, dass hier wirklich der Hitler nur noch ein Chaos bereitet für Deutschland. An dem frühen Morgen, 16. April, wir sind dann mittags erst um eins hier weg. Als wir vom Hof fuhren, sahen wir noch den Koffer stehen, der unsere Sachen Inhalt hatte. Die besten Sachen, die wir so noch fassen konnten, schöne Schuhe. Und als Kinder hatten wir dann so ganz Lieblingssachen. Der Koffer blieb stehen und wir sind losgefahren. Mutti hatte wohl mit meinem Vater verabredet, wir fahren in die Richtung. Und das hat sie versucht, aber es ist gescheitert. Sie ist wollte in Richtung Wriezen und dann in Richtung Westen.
Und dann sind wir Richtung Münchenberg und da war dann der Abend. Wir konnten nicht weiter, weil es Abend wurde und wir wieder Angst hatten, dass nun wieder dieser große Beschuss losgeht und es ging auch los. Und wir sind dann in Münchenberg nochmal in Ungarn geflüchtet. Flüchtlinge, ja. Aber es waren auch mehr oder weniger Wehrmacht unterwegs. Ja. Ganz viele Wehrmachtsfahrzeuge. In beide Richtungen? In beide Richtungen. Es wusste ja keiner, wo fahren die eigentlich hin oder wo wollen sie hin. Die wussten auch nicht mehr, wo sie hin sollen. Ja. Und in Münchenberg haben wir dann die Nacht nochmal unter Beschuss. Also es war grauenvoll. Da hat Münchenberg gebrannt, fast waschen. Dann sind wir am Morgen wieder weiter und in Weiß-Siebersdorf hat unser Auto die Kupplung kaputt, durchgebrannt, weil er nun sicher überladen war. Und ja, nun was nun tun. Und ja, was sollte man nun tun? Aber erfinderisch waren wir ja schon immer alle Deutschen. Oder auch nicht. Jedenfalls haben wir dann die in der Kneipe die Korken geschnitten für die Kupplungsbeläge. Das waren immer so mit kleinen Vierecks. Die haben wir dann mit der Küchenmesser alle mal schneiden müssen. Die Kinder mit? Alle mit. Damit, naja, das sind wohl 6 oder 7 Platten, die so aneinander stehen. Ja. Und die müssen ja nur alle wieder neu belegt werden. War ja alles verbrannt, verkohlt. Das heißt, Ihre Mutter verstand was von Motoren? Ja, ja, ja. Naja, den kannte sie nun schon. Den hatten wir ja sehr lange, den Tempo. Auch mal öfter mal in die Kupplung in einmal gewesen. Und dann kamen auch noch ein paar Soldaten da aus dem Wald und die halfen uns dann noch wieder einbauen und alles und dann ging es weiter. Und dann ging es weiter und immer weiter. Immer wieder Beschuss, immer vor der Front. Wir sind immer vor der Front gewesen. Wenn wir hier in Neuhamburg geblieben wären, dann wäre die Front durch gewesen, wir hätten gar nicht gemerkt. Weil hier direkt in Neuhamburg hat sich nämlich so direkt nichts viel abgespielt. Die Hauptkampflinie, das ging mehr Selo-Huso. Hier direkt gar nicht so. Also ich meine, hier war auch viel los, aber nicht so schlimm wie gerade da. Und die Frauen und Kinder wurden ja schon zeitig evakuiert hier. Mutti hat gesagt, sie lässt die Kinder nicht weg. Und sie geht auch nicht, sie muss zur Gärtnerei hier stehen. Und sie bleibt hier bis zum Schluss. Denn hier waren die meisten Nachbarn waren weg. Meine Schulfreundinnen alle und die Nachbarskinder, die waren alle schon mit ihren Eltern, also mit ihren Muttis. Und weg. Die Väter waren zum Volkssturm eingezogen, die waren zum Volkssturm. Wenn sie nicht an der Front waren. Ja. Ja, naja, und dann sind wir, ach Gott, da ziehen, da zau, also immer im Zickzack gefahren, weil man hat ja nicht gewusst, wo fährst du nun am besten lang und wo ist es am sichersten? Es war nirgends sicher. Und wo hatten Sie das Benzin? War immer genug Benzin Berlin, drin? Berlin, ja, das weiß ich heute auch nicht mehr, wie das lief. Aber es ging ja. Wir sind ja immer geräuscht. Bis Mecklenburg. Wir sind in Zarentin gelandet. Aber da haben wir denn, da sind wir dann geblieben. Und das war ja schon am 6. oder 7. Mai. Und am 8. Mai war ja dann Ruhe. Da war ja dann Feierabend.